Ja, guten Morgen aus dem Wiener Straflandesgericht. Hier beginnt in ungefähr einer Dreiviertelstunde der 41. Tag im Verfahren Buwog. Heute ist ein besonderer Tag in diesem Verfahren, vor allem für Karl-Heinz Grasser, denn es kommt zur ersten Einvernahme des damaligen Finanzministers. Karl-Heinz Grasser hat jetzt 40 Tage lang schweigend zugehört, mehr oder weniger schweigend. Manchmal wurden ihm auch kurze Fragen gestellt. Er hat die Zeit damit verbracht, Akten zu studieren und mitzuschreiben. Grasser wird belastet vom Lobbyisten und seinem ehemaligen Geschäftspartner Peter Hochecker. Peter Hochecker hat ausgesagt, in einem Teilgeständnis eines der liechtensteinischen Konten, auf dem ein Großteil der Provision aus der Buwog-Privatisierung gelandet ist, sei Grasser zuzuordnen. Er habe das von einem Banker erfahren. Maischberger, ebenfalls Lobbyist, ebenfalls Freund von Grasser oder Ex-Freund von Grasser, so genau kann man das nicht sagen, auf jeden Fall aber sein Trauzeuge, hat ihn in seiner 12 Tage lang dauernden Aussage nicht belastet. Wir sind sehr neugierig, was Grasser hier sagen wird. Ein bisschen was lässt sich erahnen, er hat sich ja für nicht schuldig bekannt und wird wahrscheinlich auch bei dieser Aussage bleiben. Wir betonen wie immer, dass hier die Unschuldsvermutung gilt. Wir sind gespannt, was passiert.